Zwei freudig gelobten sich gegenseitig, sich in allem fair und treu, beizustehen und Freude und Leid miteinander zu teilen. So traten sie ihre Wanderschaft an. Unvermutet kam ihnen auf einem engen Waldwege ein Berg entgegen. Gemeinsam hätten sie ihn vielleicht bezwungen. Da aber denn einem das Leben zu lieb war, verließ er ebenso bald Wergesend, was er kurz vorher gesprochen hatte, seinen Freund und kletterte auf einen Baum. Als sich der andere nur verlassen sah, warf sich Blatt auf den Boden und stellte sich tot, weil er gehört hatte, dass der Berg keine Toten frisst. Der Berg kam nun herbei, belebte dann die Legenden, die Ohren, warf ihn mit der Schnauze einige Male herum und trabte dann davon, weil er ihn für tot hielt. Sobald die Gefahr vorüber war, stieg jeder vom Baume herab und fragte seinen Gefährten voll Neugierig, was ihm der Berg gesagt habe. Eine vortreffliche Warnung, antwortete dieser. Nur schade, dass ich sie nicht früher gewusst habe. Man solle sich nicht mit Menschen einlassen, die ihre Freude in der Not verlassen.